Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar ist das heute das 9. Türchen, denn heute kommt kein Rezept, denn wir haben uns gedacht, wir zeigen euch heute mal ein paar Amazon-Geschenke oder sagen euch auch, was wir uns mal so geschenkt haben. Weil es Weihnachten. Oh, gut erkannt. Ja. Denn das Adventskalender-Video kam auch echt gut an bei euch und deswegen dachten wir, machen wir heute mal Geschenke. Genau. Aber keine Sorge, es kommt auf jeden Fall gleich noch eine Verlosung, ne? So wie jedes Video. Und zwar heute auch mal eine Verlosung mit Henry. Yay. Ach, und genau, und wir sagen euch vielleicht auch nochmal, was Henry und ich uns auch immer so geschenkt haben zu Weihnachten, falls ihr noch Inspiration braucht. Genau, das fragen immer viele. Genau, und wir haben, welches Weihnachten? Unser 5. Weihnachten schon, ne? Ja. Boah, krass. Auf jeden Fall haben wir jetzt ungefähr 70 Amazon-Geschenke, die man einfach so kurzfristig holen kann oder auch als wichtiges Geschenk. Manche sind ein bisschen teurer, manche aber eigentlich gar nicht. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles in Kategorien eingeteilt, so für Fitnessprodukte, für Katzenbegeisterte, ne? Nur für dich. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit den Produkten für die Katzenbegeisterten. Und es gibt viele, die katzenbegeistert sind, viele Frauen vor allem. Deswegen gibt es richtig, richtig coole Sachen. Und was ich mega cool fand, war diese Katzentasse. Und da freut sich jede Katzenmami drüber. Ja. Passend zu der Tasse, immer das Gleiche. Passend zu der Tasse gibt es noch diesen süßen Katzenlöffel. Das ist auch mega süß. Ja, und sehr günstig. Kann man der besten Freundin schenken, die eine Katze hat. Oder genau. Dann einmal dieser Post-it-Ständer, wo man Post-its abziehen kann. Das war dieses Jahr auch in meinem Adventskalender, den ich von Henry bekommen habe. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja. Also für Leute, die viel am Schreibtisch sitzen oder so, ist das auf jeden Fall perfekt. Dann einmal diese süßen Katzenpantoffeln. Die sind so süß. Aber für Leute, die keine Katzen mögen, es gibt auch welche mit einem Einhorn. Das ist auch genauso cool. Dann einmal diese kleine Thermoskanne hier mit einer Katze drauf. Finde ich auch mega schön. Einfach so für die kalten Wintertage, wo man Kaffee oder Tee reintun kann, damit die Hände schön warm bleiben. Und was mein Favorit ist, ist dieser Katzenpulli, wo man seine Katze reintun kann. Da sieht dann einfach aus, als hätte man wie so ein Känguru-Baby. Also meine Katze wird das lieben. Ja. Schenkst du mir das? Nein. So, dann geht's weiter mit Produkten für die beste Freundin. Und zwar, was ich auch mega süß finde, ist so dieser Schlüsselanhänger hier. Da könnt ihr einen selbst behalten, einen verschenken. Und da ist vorne auch so ein Magnet dran, das heißt, die könnt ihr noch berühren. Dann dieses Buch hier, 100 Dinge, die man mit seiner besten Freundin erlebt haben muss. Und da sind echt mega coole Sachen drin. Und das stärkt auch ein bisschen die Freundschaft und man hat so coole Sachen, die man machen kann, falls man keine Idee mehr hat. Dann, was eigentlich auch für Pärchen geeignet ist, ist dieses Wenn-Buch. Und zwar kennt ihr diese Öffne-Wenn-Briefe, die ich euch schon mal gezeigt habe. Aber das ist dann einfach als Buch gestaltet, wo man einfach Sachen reinkleben kann zu bestimmten Situationen. Also auch mega schöne Idee. Dann einmal so ein Kissen, wo drauf steht, du bist meine Lieblingsfreundin. Aber was ich auch mega cool finde, ist einmal diese Schokofondue. Denn ihr könnt dann auch noch so Kuvertüre oder so dabei legen und dann irgendwie so einen Gutschein für einmal so Schokofondue. Ist auch mega schön. Also ich würde mich darüber freuen. Ich glaube, jeder freut sich über Schokolade. Dann, was ich auch mega cool finde, ist diese kleine Powerbank. Denn ich habe nur Freunde eigentlich, wo der Akku immer leer ist. Und dann, falls ihr auch so eine Freundin habt, die keinen Akku habt, dann könnt ihr diese süße Einhorn Powerbank schenken. Okay, dann gibt es ja auch bestimmt einige, die fotobegeistert sind. Und da haben wir einmal hier ein Stativ für Leute, die quasi von weitem Foto machen wollen. Denn da gibt es auch noch so einen Fernauslöser mit. Dann eine Polaroid-Kamera, die kann man super verwenden, um Urlaub Fotos zu machen oder was auch immer. So Polaroid-Bilder sind immer was Besonderes. Gibt es heutzutage immer weniger von. Das ist ein gutes Geschenk, finde ich. Dann so eine Lichterkette, eine LED-Lichterkette, wo man Fotos drauf hängen kann, dranhängen kann und mit so Lichterclips. Alter. Was ist denn? Ja, was soll ich wissen, dass es keine LED-Lichterkette ist? Wenn das eine LED-Lichterkette ist, das ist keine LED-Lichterkette. Das ist Lichterkette mit LED-Dingern. Ist doch ganz klar, Henry. Alter. Ich sage jetzt einfach. Und dann haben wir einmal eine Fotokette mit LED-Clipsern, wo man Fotos dranhängen kann. Das ist auch eine mega schöne Idee für eure beste Freundin oder so, wenn ihr dann die ganzen Fotos ausdruckt. So machst du das. Genau, wie ein Reisetagebuch, was auch man verwenden kann, wenn man gerne Fotos macht. Und dann kann man sich immer schön daran erinnern, wo man immer war. Und dann fürs Handy, für Leute, die gerne Selfies machen. So eine kleine Ringleuchte, die man ums Handy tun kann, damit man so richtig schönes Selfie-Licht einfach hat. Genau, so sieht das dann aus. Da gibt es ja bestimmt noch viele Pärchen da draußen. Und zwar gibt es so ein Büchlein, da kann man 100 Dinge reinschreiben und da stehen 100 Dinge drin, die man gemacht haben muss als Pärchen, um ein bisschen Inspiration zu holen, vor allem wenn man schon ewig kein zusammen ist. Dann so ein Verwöhngutschein, den man dem Partner schenken kann für Massage oder ganz kleine Aufmerksamkeiten oder was auch immer, kann man selber machen, aber kann man auch auf Amazon kaufen. Und dann so ein Pärchenbuch, wo man generell die Erlebnisse, die man zusammen als Pärchen erlebt hat, reinschreiben kann. Oder Zukunftswünsche oder sowas, genau. Ja. Ja, und wir dachten uns, wir können jetzt euch auch mal sagen, was wir uns mal so geschenkt haben. Und soll ich anfangen mit deinen Geschenken? Ja, fang mal an.
Okay, gehen wir zusammen. Einmal Henry mit Paris geschenkt. Also Städtereisen sind immer gut. Wir haben uns schon London, Paris und Amsterdam geschenkt. Und Rom hat sie mir geschenkt. Ja, Rom jetzt, genau. Aber wir waren noch nicht da. Dann einmal, das war echt das schönste Geschenk, fand ich eigentlich. Und zwar Serengeti Park. Es ist in vor Hamburg so ein Zoo. In Hohenhagen. Wo man mit diesen Äffchen und so wirklich kuscheln kann. Also das ist so schön. Also man fühlt sich wie in Afrika. Man kann auch so in so Holzhütten dann da schlafen, übernachten. Und wir hatten direkt Giraffen vor unserem Haus. Und das war echt mega schön. Ich kann euch mal einblenden, wie die Äffchen so aussahen. Okay. Was noch? Ja, Fotobücher haben wir uns geschenkt, wo immer ein paar Seiten noch frei waren, das immer so zu erneuern. Ein Liebesschloss, aber es ist jetzt, genau, das ist jetzt seit 4 Jahren vergammelt, das bei Henry im Schrank. Ja, also mit 2 Schlüsseln, was man eigentlich an die Brücke hängt, so. Genau, in Köln, aber nee. Dann habe ich Sarah mal Krimi-Dinner geschenkt, und zwar ist es ein Dinner, wo man in so einem Szenario sitzt, zum Beispiel, wir hatten jetzt in so ein Schloss, da war so ein Mord, ja. Und da hat man quasi um uns herum so Schauspieler, die dann quasi ein Krimi spielen, während du da isst. Genau. Eigentlich ganz cool. Dann Dinner in the Dark ist quasi auch ein Dinner, aber ganz im Dunkeln, alle Lichter sind aus, du siehst nichts mehr. Die haben so scheiße zu essen gegeben. So. Das von blinden Kellnern serviert, ist auch eine gute Erfahrung, ja, finde ich. Ja. Dann haben wir House Running gemacht, und zwar in so einem Hochhaus, wo man dann quasi wie James Bond runterläuft. Dann haben wir auch das schön gemacht, wo ein kaputtes Auto, was... War nicht kaputt. Ja, es war nicht kaputt, aber sollte so geschrottet werden. Und dann kriegst du dann so Hammer und weiß nicht, so Sachen und kannst das Auto komplett zerstören, so viel wie du willst. Richtig sauer auslassen. Ja, falls ihr noch ein Video habt, dann blende ich euch das jetzt hier mal ein. Dann haben wir Bodyfly gemacht, also ein simulierter Fallschirmsprung eigentlich in so einer Röhre. Dann hat Henry mir noch Ballettkarten geschenkt für Nussknacker. Das war auch cool. Dann einmal haben wir uns so ein Wellness-Wochenende geschenkt in Thermen Buslo. Das kann ich euch auch mal in die Infobox packen, das war auch mega schön. Und dann halt so typische Sachen wie Parfüm oder Fibo-Karten, ne? Ist ja auch bald, ne? Kann man auch drüber nachdenken. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu den typischen Girly-Sachen, und zwar das, was Mädchen an sich super finden. Ich glaube, da kann Sarah ein bisschen was mehr zu sagen. Keine Meinung, ne? Und so. Ja, und für Leute, die gerne Schmuck mögen, es gibt zum Beispiel diesen schönen Schmuckständer. Das kann eigentlich jedes Mädchen gebrauchen, für Ohrringe, für Ketten, für Halsketten. Was ich auch mega schön finde, sind diese personalisierten Ketten und Armbänder. Hier einmal diese Kette, da könnt ihr einfach den Anfangsbuchstaben von eurem Liebsten reinschreiben. Und einmal das Armband, das habe ich Sarah zum 2-monatigen geschenkt, wo ich unsere beiden Namen und dein Plus nie mitgemacht habe. Dann für Mädchen, die sich gerne schminken, gibt es diese schönen Schminkaufbewahrungsboxen. Da gibt es einmal dieses Transparente und dann einmal das zum Drehen. Ja, und was ich auch mega schön finde als Weihnachtsgeschenk für eure Freundin zum Beispiel, sind diese Blumenboxen. Und zwar halten diese Blumen meistens so 3 Jahre. Und ich habe auch eine von Henry bekommen, ich glaube vor einem Jahr. Nee, Valentinstag, genau. Und die halten immer noch, finde ich voll schön. Aber was ich auch mega cool finde, ist diese Meerjungfrau-Decke. Und das ist auch mega cool für Bilder zu machen zum Beispiel. Lass mal ein Bild machen als Meerjungfrau. Ja, lass mal. Ja, weiter geht's mit Produkten, die man fürs Kochen oder Backen verwenden kann, für Leute, die gerne backen und kochen. Und zum einen haben wir diesen Smoothie-Maker, und ich glaube, jeder mag Smoothies. Und ist auch nicht wirklich teuer. Dann einmal diese coole Schürze, falls man gerne backt. Dann einmal dieses Bild, finde ich auch mega schön für die Küche. Dann dieses Pralinen-Set hier, falls jemand Pralinen mag und das gerne selbst mal machen möchte. Das hat eine Anleitung und so Pralinengabeln und sowas. Dann zum Beispiel für die Männer, für die Frauen diese Pfanne, wo so Sachen unterteilt sind. Das heißt, man kann da mehrere kleine Sachen auf... Das wäre gut für mich so, wenn ich keinen Bock habe, alles einzeln zu machen, so einfach alles reinpacken und dann fertig. Genau. Dann, was ich auch mega süß finde, ist dieses kleine Gewächshaus. Also man braucht ja schon ein bisschen Geduld, aber für Leute, die es gerne machen, das ist echt cool. Man kann dann Tomaten anpflanzen oder Beeren. Oder Cannabis, alles. Ach, ja. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht gesperrt. Ja. Und was ich auch mega cool finde, sind diese Gewürze von Ankerkraut. Denn so normale Gewürze sehen immer so langweilig aus, und ich finde diese Gläschen echt mega schön. Und da gibt es wirklich alles. Ja, und das Letzte aus dieser Kategorie ist diese Bento-Box. Und zwar für Leute, die einfach total lange in der Uni sind oder arbeiten sind, ist das mega cool. Und passend dazu gibt es auch noch dieses Bento-Kochbuch. Aber ich habe auch schon mal ein Video hochgeladen mit so einer Lunchbox. Das kann ich euch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das finde ich halt auch mega schön eigentlich. Dann hat man nicht immer diese typischen Pausenbrote. Was aber auch cool ist, ist dieses Rezeptebuch. Das heißt, man kann dann immer neue Rezepte, die man findet, aufschreiben. Okay, die meisten von euch haben ja hoffentlich auch einen Vater. Und beim Vater schenkt man ja auch gerne was. Und zwar auch nichts Wertvolles oder so, sondern meistens so Kleinigkeiten, so lustige Sachen. Bei meinem Vater auf jeden Fall meistens immer. Und da gibt es hier zum Beispiel so eine Grillschürze.
Dann mal so ein kleines Starter-Set fürs Grillen, für Leute, die leidenschaftlich grillen. Und dann könnt ihr bestimmt punkten beim einem Freundeskreis. Deswegen. Dann so ein Grill-Kochbuch, wo ganz viele Inspirationen drin sind und wo so noch so eine Jack Daniels-Flasche dabei ist. Auch eine ganz gute Idee. Dann für den Opa kann man natürlich auch ein paar Kleinigkeiten, also ich an Weihnachten rauslassen. Und zwar gibt es hier einmal so eine Tasse mit so einem Heimwecker-Spruch drauf. Ist auch mal ganz lustig, kommt bestimmt auch mal ganz gut an. Und so eine Werkzeugkiste, wie eine Werkzeugkiste aussieht, aber eigentlich so quasi eine Kiste für Bier ist, auch eine ganz lustige Idee, finde ich. Im Bereich Fitness kann man natürlich auch mal also viele Sachen schenken für den Freund oder auch für den Vater generell oder für weiß nicht wen. Und zwar erstmal so eine Black Roll. Als Jürgen generell würde ich mich auch so über so einen Proteinkorb freuen, so einen Korb quasi, wo man ganz viele Proteinsachen reintun kann, wie zum Beispiel so Proteinchips oder so einen Proteinshake, generell Proteinpulver kann man reinpacken, so Proteinriegel, was auch immer. So einfach so ein Korb, da weiß man, da hat sich jemand Mühe gemacht und dann gedacht. Was ich auch so neuerdings habe, was ich auch auf meinem Kanal schon mal vorgestellt habe, ist so eine Trinkflasche, die ich im Fitnessstudio habe. Wir haben auch gerade hier aus meiner Tasche 2,2 Liter von Increase Fitness, die ist ganz geil. Da passt so viel Wasser rein. Genau, wenn man das austrinkt im Training, hat man so viel Wasser drin. Sieht auch noch cool aus. Haben mich schon viele Fitnessstudio auch angesprochen und gesagt, krasse Flasche, wo hast du die her? Und dann habe ich die immer zu Increase Fitness geschickt. Ist auf jeden Fall super. Auch nicht teuer, kann man mal auschecken. Ja, und ich habe die auch in schwarz, genau. Ja, noch ein guter Freund zu Weihnachten so einen Fitnesslöffel geschenkt, der ist auch ganz lustig, ist immer eine gute Idee. Was auch cool ist, ist so eine Fitnesstasche und zwar von Nike. Ganz normal, das freut eigentlich jeder Junge drüber, die sehen immer ganz cool aus, kann man verwenden. Dann so ein Trainingsbuch, was viele im Fitnessstudio brauchen, wo man die Gewichte immer eintragen kann, mit so einem motivierenden Spruch vorne drauf, ist immer ganz cool. Gibt's auch für Mädchen in rosa, ja. Wenn man hier sieht. Und ein Springseil ist auch eine gute Variante, um sich aufzuzwimmen generell, aber auch macht einfach Spaß und ist auch nicht teuer, kann man ganz easy verschenken an den Freunden oder die Freundin. So, dann kommen wir mal zu der Mutti. Und zwar, die Mütter haben ja meistens eigentlich gar keine Wünsche, die wollen noch meistens kleine Geschenke haben, aber trotzdem finde ich so eine Kleinigkeit, so eine kleine Geste trotzdem immer ganz schön. Und da gibt es zum Beispiel einmal dieses Buch hier, Ich liebe dich, weil Mama, und es gibt es aber auch für den Papa, für die Freundin, keine Ahnung. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man die ganzen Gründe da mal so auflistet und so. Und ich glaube, da wird sich jeder Mutter darüber freuen, so ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Dann diese schönen Badebomben hier. Also, da muss man wirklich beischreiben, dass man es nicht essen soll, weil sieht so schön aus. Ja. Dann, was ich aber auch cool finde, für Frauen, die auch mal Möbel und so aufbauen, weil es ist ja nicht nur der Job der Männer. Und zwar ist das dieser pinke Werkzeugkoffer. Und ich glaube, da hat man immer Spaß dran, was aufzubauen. Weil neben diesen Geschenken gibt es aber auch noch so lustige Scherzgeschenke. Und zwar einmal diese Socken mit, wenn du das lesen kannst, dann bring mir Wein. Und dann passend dazu noch dieses Weinglas, was man in eine Weinflasche tut und direkt aus der Flasche trinken kann. Dann ist hier mal ein paar lustige Geschenke. Und zwar als erstes so ein Greifautomat, den man von der Kirmes kennt. Das ist auch eine ganz coole Variante in Miniatur. Ist auch ein bisschen was Teureres, aber ist echt eine super Idee eigentlich für jedermann. Dann gibt es verschiedene Wecker, die so coole Mottos haben. Und zwar ein Wecker wurde so. Und zwar oh. Ein Wecker wurde so. Wurde aus einer Schild. Ein Wecker wurde aus einer. Was? Wurf die Ball? Eine Zielscheibe. Ein Wecker, wo du aus einer Zielscheibe schießen kannst. Und ein Wecker, der nachts wegläuft. Ist immer ganz cool. Nachts, wenn man nachts aufstehen. Dann von Star Wars, was eigentlich jeder Mann quasi mag, Vater oder Freund, sind so Pfeffer- und Salzstreuer mit quasi verschiedenen Köpfen von den Star Wars-Figuren. Ich habe hier eine Zuckerwattmaschine, ist auch eine ganz coole Idee, finde ich. So, also das sind wie gesagt keine Geschenke, die man auch kurzfristig noch holen kann, die teilweise nicht so teuer sind. Und teilweise der Greifautomat und sowas sind ja mehr so Scherzgeschenke für den Vater. Der ist zwar ein bisschen teurer, aber ich denke, man könnte sich ja auch zusammentun und... Ich meine, Männer haben ja oft noch dieses kleine Spielkind in sich. Kann ich bestätigen. Und deswegen, glaube ich, freuen sich bestimmt darüber. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, auf jeden Fall findet ihr in der Infobox alle Links zu den Produkten, die ich euch gerade hier gezeigt habe. Und ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euren Eltern und Freunden so schenkt. Aber wir haben ja auch eine Verlosung für euch. Und zwar haben wir heute als Verlosung einmal wieder einen Ernährungsplan und... ein Meet and Greet mit uns, denn wir kriegen immer so viele Nachrichten, dass ihr uns gerne persönlich treffen möchtet. Und deswegen haben wir uns gedacht, einer von euch kann dann gewinnen, ein Treffen mit uns. Und zwar überlegen wir uns was Schönes. Irgendwie, weiß ich nicht, trainieren gehen, essen gehen oder einen kleinen Ausflug oder so. Und ihr könnt dann auch gerne euren Freund oder eure Freundin mitbringen, damit ihr nicht ganz alleine seid. Und dann machen wir ein kleines Vierer-Date. Ich kann eure beste Freundin mitbringen, falls ihr keinen Freund habt. Ja, habe ich auch gesagt, Freundin oder Freund. Also so Vierer-Date gesagt, deswegen... Ist auch ein Vierer-Date, auch mit der Freundin, ist doch egal. Ja. Okay, das, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, ist erstmal Sarahs Kanal zu abonnieren und meinen Kanal auch zu abonnieren. Und dann müsst ihr das Video von Sarah hier liken, also dieses Video, und auch kommentieren, warum ihr uns gerne treffen wolltet. Ja, und am besten kommentiert ihr, aus welchem Bundesland ihr kommt. Und dann können wir nämlich auch gucken, was so cool ist in eurer Umgebung ist. Und dann, wir wollten nämlich eh mal so einen Trip durch Deutschland machen. Und dann können wir mal gucken, was wir so finden. Genau, also ist egal, ihr müsst nicht nur aus NRW kommen, weil wir aus NRW kommen.
Das ist egal, woher er kommt. Genau. Ja, und das war's auf jeden Fall. Und genau, das nächste Video kommt dann wieder in 2 Tagen online. Dann verlosen wir, losen wir auch den Gewinner aus. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.